Asip und Jenny. Der 13-jährige Asip ist mit seiner Familie vor den Taliban nach Österreich geflüchtet. Voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft kämpft er unermüdlich für sein großes Ziel. Jenny ist am Boden zerstört. Von Familie und Freunden alleingelassen, hat sie niemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Ihr Vater lebt mit seiner neuen Frau in Italien und Jennys Mutter interessiert sich nur für ihre Karriere. Und jetzt hat ja auch noch ihre beste Freundin den Freund ausgespannt. Es ist schon spät, als Jenny auf das Gelände der Brücke klettert. Verwirrt schwankt sie über der bedrohlichen Strömung der kalten Donau. Ein letzter Schritt und sie hätte endlich alles hinter sich. Asip läuft gerne und viel. Oft auch zu den unmöglichsten Zeiten. Es ist bereits dunkel, als er über die Brücke kommt. Ohne zu zögern, reißt er das weinende Mädchen im letzten Moment zu Boden. Ein geradezu symbolischer Ort, an dem das Schicksal die zwei Jugendlichen zusammenführt. Die Brücke als Treffpunkt zweier junger Leben, die unterschiedlicher kaum sein können. Sie finden sich in ihrer Sehnsucht nach einem Ort auf der Welt, den sie ihr Zuhause nennen können. Bill singt Piaf. Edith Piaf, ihr Name ist Legende. Eine Frau, die verschwenderisch lebte und liebte. Mit ihren Chansons, ihrer unverkennbaren Stimme voller Emotionen, stieg sie von der Straßensängerin zum Weltstar auf. Maria Bill lässt La Môme Piaf, den Spatz von Paris, in ihren Konzerten auferstehen, trägt die Geschichte dieser kleinen, großen Frau mit ihren Liedern ins Heute. Edith Piaf, der Spatz von Paris, ist so etwas wie die große Schwester der Bill. Sie begleitete Maria Bill als Figur und mit ihren Liedern über 30 Jahre lang. Obwohl die Schweizer Sängerin Wert auf eine hörbar eigene Interpretation der Lieder legt, gleicht sie der Französin doch in der Leidenschaftlichkeit, im unermüdlichen Brennen für die Musik und das Publikum. Schwarz gekleidet, leuchtend rot geschminkte Lippen und eine rauchige, gefühlsintensive Stimme. Das wird ein unvergesslicher Abend. Greenleaf und Fatso Jetson. Was macht eine einzigartige Band aus, die einem stets in Erinnerung bleibt? Es ist etwas, das man schlecht erklären, lernen oder kaufen kann. Nenn es Talent, Magie oder was auch immer. Greenleaf haben es. Die Supergroup der skandinavischen Underground-Rock-Szene, bestehend aus grundehrlichen Musikern mit einem Hang zum Heavy-Fuzz-Rock, weiß wie kaum eine andere Band zu demonstrieren, was Rock'n'Roll war, ist und stets sein sollte. Fatso Jetson werden oft als die Urväter des Desert Rocks bezeichnet und das nicht ohne Grund. Ihre Musik vermischt verschiedene Stile und Begriffe wie Stoner Blues oder Psychedelic Jazz kommen zu Ohren. Eines ist sicher, hier sind wahre Meister am Werk. Zusammen touren die beiden Bands durch Europa, präsentieren ihre Leidenschaft für Musik und machen zum Glück auch Halt in Salzburg. 2009 erschoss ein Polizist in einem Vorort von Krems den 14-jährigen Flo P. bei einem Einbruch in eine Merkur-Filiale. Wer alt genug zum Einbrechen ist, ist auch alt genug, um zu sterben, kommentierte Krone-Kolumnist Michael Janet damals kaltschnäuzig den Vorfall. Inspiriert von dieser wahren Begebenheit greift einer von uns das Lebensgefühl einer industriell geprägten Vorstadt in Österreich auf, in der ein riesiger Supermarkt-Treffpunkt für die Bewohner des Ortes ist. Das Leben der Jugendlichen ist geprägt von Konsum, Rebellion und Ohnmacht und steht in einem drastischen Widerspruch zur stillen Angepasstheit der Erwachsenen. Ein Konflikt, der auch im Film in einer Tragödie enden muss.